Indian Summer mitten in der Stadt Koblenz. Es ist so bunt in diesem Herbst und das Team von Haus und Garten hat sich zu einem Baumspaziergang mit Stefan Dalli aufgemacht. Er ist Baumexperte und erklärt uns viel über die Bäume, die für viel Lebensqualität in der Stadt sorgen. Der knallrote Ahorn kommt aus Nordamerika. In Koblenz gibt es ein gut durchdachtes Baumkonzept. Der richtige Baum für den richtigen Standort. Ja, jetzt habe ich gerade schon was gelernt auf unserem Spaziergang. Das sind nämlich Gledizien. Sind die jetzt gestresst oder warum lassen die die Blätter so hängen? Nein, also für die ist jetzt auch Herbst. Ja, und die sind kurz vorm Abwurf. Das sieht man ja schon. Man sieht ja schon, dass ganze Kronenpartien blattfrei sind. Also das ist eine Baumart, die kann sehr viel Trockenheit, sehr viel Hitze ab und die wächst dann auch, wenn es ganz heiß ist, munter weiter. Und warum habt ihr die Stämme so weiß gemacht? Ist das ein Trick, den ich zu Hause auch nutzen könnte? Also das kann man auch nutzen. Das kennt man ja noch vielleicht vom Opa, der früher die Obstbäume geweißt hat. Das dient dafür, dass die Sonne den Stamm nicht so aufheizt und dass es im Winter keine Frostrisse gibt. 70.000 Bäume gibt es in der Stadt Koblenz. Klingt viel, könnte aber noch mehr sein. Die Rheinanlagen sind dabei besonders prächtig. Wir begegnen einem Rotahorn. Ja, und das ist jetzt bestimmt unser nächster Baum, den du zeigen willst, genau. Oder? Das ist ein Rotahorn. Jetzt verrat mir bitte noch mal eins. Jetzt werden die Bäume alle so bunt. Woran merken die denn überhaupt, dass Herbst wird? Die haben doch keine Augen. Ja, natürlich haben sie keine Augen, aber sie merken, dass ja die Photosyntheseleistung nimmt ab. Die Tag-Nacht-Gleiche, die ändert sich. Ja, es wird früher dunkel, es bleibt auch länger dunkel. Das merken die anhand der Temperatur, kann ein Baum das merken. Genau. Und du hast uns jetzt eben schon gesagt, es gibt ja ganz viele verschiedene Sorten von Ahorn. Mhm. Mischen wir die oder mischen die sich auch selber durch? Also die mischen sich auch, gerade was diese Nordamerikaner sind, die mischen sich halt auch schön bunt durcheinander. Das heißt, die kreuzen sich auch untereinander. Mhm. Das ist für uns gut, dann haben wir viel mehr Sorten zur Auswahl, die wir pflanzen können. Und darüber freuen wir uns. Und jetzt gucken wir noch einen an, oder? Wir sind jetzt hier am Mozartplatz angekommen und das ist eine Roteiche, wie ich gerade gelernt habe. Stefan, verrat mir doch noch mal, wir haben jetzt ja diese Ahornsorten vorgestellt. Viele kommen eben aus Nordamerika wegen der Hitze. Was macht das aber mit den Insekten? Das sind ja keine heimischen Bäume. Genau, aber den Insekten ist es egal, ob eine Pflanze heimisch ist oder nicht heimisch. Dem Insekt kommt es darauf an, welche Reize die Blüte aussendet. Das heißt die Blütenform, die Blütenfarbe und natürlich das Nektarangebot. Genau, wir haben natürlich jetzt gesehen auf unserem Spaziergang, das sind tolle Exemplare, aber viele Bäume sind auch gestresst. Mhm. Was kann jemand tun, der jetzt auch einen Ahorn zum Beispiel im Garten hat und möchte dem helfen? Du hast letztes Mal gesagt, Gießen ist nicht die richtige. Genau, Gießen ist nicht die richtige Methode, die man machen kann. Wir verwenden Alginate, also das sind Eigenpräparate, die viel Kalium enthalten. Kalium stärkt die Pflanze und somit kann ich auch gestresste Bäume unterstützen in ihrem Überlebenskampf. Aber natürlich ist unsere Kultur auch ganz wichtig und da begleiten uns Pflanzen ja eigentlich immer, auch zum Beispiel im November. So, und jetzt haben wir noch das große Vergnügen, es auch im Herbst blühen zu lassen. Du willst uns so ein paar Pflanzen vorstellen, die man jetzt im Herbst und Winter tatsächlich noch irgendwie in eine Schale oder so pflanzen könnte? Ja, sehr gerne. Können einfach mal vorne anfangen. Die kennen sicherlich ganz viele die sogenannten Kalunen. Erika auch genannt. Ja, schon. Landläufig schon. Da gibt es so unterschiedliche Erikenformen. Deswegen bin ich da immer bei dem Kalunenausdruck. Ist ein Knospenblüher, das heißt, weiter auf geht die Blüte nicht. Mhm. Hat den Vorteil, dass dann eben auch die so, sage ich mal, erstarrt über Winter. Der hat eigentlich, außer dass es ein bisschen matter wird über Winter, nachher im Frühjahr noch die gleichen Farben. Was hast du noch? Ich glaube, das ist auch eine Irre, oder? Also. Ja, genau. Und da ist es eben das Besondere daran, dass man im Herbst so ein bisschen mit Blattfarbe und Form so spielt. Mhm. Das wird nicht so zur Blüte kommen wie hier. Hier sieht man ja auch schon den Unterschied, ne? Dass das eher hier die Form ist und dann das knallige Grün. Hier ist es ein bisschen Waldgrün, sage ich mal. Ja. Hier ist es ja ähnlich. Ne? Diese Leukothee, die ist eigentlich über Sommer so grün. Und die hat einen roten Austrieb und eine rote Herbstfärbung. Mhm. Und da ist es dann eben, dass man da keine Blüte dran hat. Aber wenn man von Weitem schauen würde,
würde man denken, ach, da ist Farbe. Ja. Hat schön man aus. Eben, dass man. Genau, und wenn man jetzt dieses Waldgrün, wie du eben schon sagst, mit diesem Silber zum Beispiel kombinieren würde, das ist ja auch spannend. Ja. Das finde ich auch spannend. Ja? Würdest du das so machen? Nein, aber das ist, aber das ist absolut Geschmackssache. Ne? Also, da ist jetzt ja wirklich noch ein bisschen Farbe. Ja, das ist ein Ziersalbei, der jetzt ganz spät eben auch noch blüht. Ist dem geschuldet, dass Salbei so remontierend ist. Also wenn man den nach der ersten Blüte schon mal zurückschneidet, dann blüht er auch noch mal nach. Mhm. Und diese Blüte steht auch... Fängt jetzt natürlich an, schon langsam abzublühen, aber die Fernwirkung ist immer noch da und ja. Blüht jetzt auch noch. Ja, es wird jetzt noch mal angenehme Temperaturen geben, so für den Herbst, noch einige Wochen weit. Okay, und bevor wir jetzt aber praktisch werden, du kannst uns erklären, warum ein Stiefmütterchen Stiefmütterchen heißt. Das finde ich wunderbar, solche Geschichten. Ja, der Mythos, der sich so weitergetragen hat, sagt einfach, dass das untere Blütenblatt sozusagen die Stiefmutter ist mit dem meisten Schmuck. Die hat noch das meiste Auge, wenn man das jetzt als Stiefmütterchen Geld mit Auge genannt, das meiste Schmuck. Dann sind das die beiden eigenen Kinder, die haben noch ein bisschen Schmuck abbekommen. Und das ist dann da hinten das Stiefkind, ein oder zwei, die dann gar keinen Schmuck mehr haben. Genau. Jetzt weiß ich endlich, warum das so heißt. Das ist halt auch immer wirklich so eingeteilt. Ne? Hier unten ist eins, darüber sind zwei. Und das hat man selbst da drüben bei den Weißen, die jetzt kein Auge mehr haben, wo man es nicht mehr dran erkennen würde. Die Aufteilung der Blüte ist genauso. Okay, ein paar haben wir noch, bevor wir pflanzen wollen. Diese mit den roten Beeren? Ja, genau. Goldterien, Scheinbeere auf Deutsch, behält die Beere auch wirklich den ganzen Winter über hängen. Das ist natürlich farblich auch dann toll, ne? Ja, wenn man es jetzt nach draußen hat, ist das sicherlich auch noch für das eine oder andere winteraktive Tier vielleicht ganz nett. Okay. So, dann würde ich sagen, wir schreiten mal zur Tat und machen zwei Schalen fertig. Ja. Ja? Ja, und wir haben hier schon mal was vorbereitet in dem Pflanztopf. Du achtest auch so ein bisschen darauf, wie der aussieht, ob silber oder rot. Ja, genau. So ein bisschen, dass man das ein bisschen abpasst. Also das ist natürlich Geschmackssache, kann man machen, wie man möchte. Ja. Ich finde es immer ganz schön, wenn das ein bisschen passend ist. Die Löcher, die ausreichend groß sein müssen, dass man wirklich durchschauen kann, decke ich dann noch wieder mit alten Tonscherben ab. Wenn man das nicht hat, kann man auch mal so eine andere Drainage mit Blähton oder irgendwie sowas machen. Hat den Zweck, dass die Löcher eben nicht verstopfen sollen von der Erde. Ich habe jetzt hier wirklich schöne, fluffige Erde. Es gibt ja auch manchmal so nicht ganz so qualitativ gute, da würde ich Gefahr laufen, dass die Löcher nachher verstopfen. Gerade im Winter, wenn dann das Wasser muss weiterhin ablaufen, wenn wir jetzt doch nochmal Herbstregen oder sowas kriegen, dass das Wasser ablaufen kann. Genau, keine Staunisse. Von der Erde würde ich jetzt gerade nochmal sagen wollen, dass wenn man schon Erde vom Sommer in der Schale hat, kann man die ruhig für die Herbstbepflanzung weiterhin nehmen. Das sind alles so Schwachzehrer, die wachsen ja jetzt über Winter auch nicht mehr so. Gerade Stiefmütterchen sind wirklich Schwachzehrer, die das gar nicht so brauchen jetzt mit neuem Dünger und neue ganz frische Erde. Dann lieber zum Frühjahr, wenn man die gleiche Schale nimmt, dann wieder frische Erde dazu. Diese würde ich jetzt gerade noch mal passend zu dem Terrakotta in ein bisschen bunter pflanzen als die etwas zweifarbige. Und Gräser für den Winter natürlich auch wunderschön, ne? Genau. Dies ist ein Karexgras, das bleibt im Winter eben auch so, braucht nicht zurückgeschnitten werden und ist so also wintergrün. Das setze ich eben hinten rein. Die vielen Wurzeln kann man abschneiden, muss man aber nicht. Also den setze ich so, ohne den Ballen irgendwie kaputt zu machen, auch so rein. Eben ganz gerne nach hinten, dass es da hinten die Höhe hat und kann dann je nach Geschmack, das kann ich mir auch vorher schon mal so ein bisschen zurechtstellen, bunt. Oh, du machst es ganz schön voll, ne? Oder nicht bunt. Ist ja eine reine Schauschale, sage ich mal. Genau, also die müssen nicht mehr Platz haben zum Wachsen. Nein, das wächst jetzt über Sommer, über Winter ja nicht. Würde ich dann lieber im Frühjahr wieder rausnehmen, die winterharten Sachen, und dann in den Garten setzen. Dann setzt man sie natürlich nicht so dicht im Garten. Okay. Und das aber für eine Schale eben schön dicht, dass man den Boden gar nicht sieht. Und muss man das dann regelmäßig gießen oder kommt jetzt eigentlich genug Feuchtigkeit? Würde ich mich nicht drauf verlassen. Also jetzt nach dem Pflanzen gut angießen, ruhig mal anziehen lassen und dann nochmal nachgießen, dass es wirklich dann feucht ist. Ja, und wenn es dann wirklich, kann man keine Faustregel sagen, je nach Temperatur, einmal die Woche vielleicht tatsächlich noch. Okay, alles klar, guter Tipp, wir haben wieder was gelernt und wir sorgen uns jetzt darum, dass es auch im Frühling bunt wird. Und wie wir das machen, verraten wir Ihnen gleich. So,
Und jetzt ist Mr. Frühling bei uns. Wieso denn Frühling im Herbst? Wir wollen jetzt schon mal alles vorbereiten, ist das richtig? Ja, wir sind jetzt in der richtigen Zeit, für die Zwiebel zu setzen. Wir werden die nächsten Tage den Wechselflor bei uns tauschen. Da kommen die Stiefmütterchen rein, die anderen Sachen alle. Und da müssen natürlich die Zwiebeln mit dazu. Aber warum muss man die denn jetzt schon pflanzen? Ich dachte mal, das kann man dann vielleicht im Frühjahr tun. Ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen spät. Durch den Wechselflor müssen wir uns auf diesen Zeitpunkt einigen, wann der gepflanzt werden kann. Also es wäre schon gut gewesen, wenn die Zwiebeln schon so circa einen Monat im Boden wären. Okay, warum und was mache ich, wenn ich jetzt noch nicht so fleißig war? Ja, warum ist relativ einfach. Die Zwiebeln müssen dieses Jahr noch Wurzeln bilden. Du hast mir jetzt erzählt, es gibt hier diese und diese Zwiebeln. Das eine ist eine normale Tulpenzwiebel, das andere ist eine wilde Tulpe. Genau, es sind beides normale Tulpen. Das ist die sogenannte Wildtulpe, die züchterisch nicht groß verändert worden sind. So gibt es die auch in der Heimat, in der Türkei. Und das ist eine Zuchttulpe, wie sie ganz häufig von Holland kommen. Und die sind halt gezüchtet, die sind größer, Blüten sind größer, die sind höher und die Wildtulpen haben aber den Riesenvorteil, dass die Wildtulpen jedes Jahr wiederkommen. Aha. Und die normalen Tulpen durch diese Züchtungen sind die so angelegt, dass die hauptsächlich in dem Jahr der Pflanzung dann richtig Blüten bringen, und ich zu 100%. Und die Jahre danach aber weniger Blüten bringen. Und es ist aber egal, ob ich die so rum oder so rum habe, oder muss ich schon mit dem Kopf nach oben gucken? Theoretisch ist es egal. Außer sie steht andersrum, dann hat sie einen längeren Weg, um wieder zum Licht zu kommen und geht vielleicht 3, 4, 5 Tage später auf als so. Ja. Aber trotzdem ist die Pflanzerei besser, wenn der Trieb direkt oben gerade rauskommt. Aber du hast noch einen Tipp, das ist jetzt ja eine Tulpe. Ihr habt ja hier unglaublich viel, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Aber du hast noch eine Kaiserkrone. Genau. Das ist auch eine Zwiebelpflanze. Und damit muss man auf etwas ganz Besonderes achten, damit das funktioniert. Bei den Kaiserkronen ist es so, wenn man die jetzt nur ein Jahr setzt, dann kann man sie so setzen, auch wie die Tulpen. Trieb nach oben, Wurzeln nach unten. Aber wenn man sie dauerhaft haben will, setzt man sie besser schräg ein, damit hier in der Mitte kein Wasser sich reinkommt. Kein Wasser bildet, was dann faulen kann, was dann von innen raus die Zwiebel kaputt machen würde. Wow, ja, verstehe. Guter Tipp. Kurze Frage noch für den Laien. Welchen Boden wollen die Zwiebeln haben? Worauf soll ich achten? Ja, die Zwiebeln wollen generell einen durchlässigeren Boden haben. Alles, was zu fett und zu viel Wasser speichert, ist nicht gut für eine dauerhafte Zwiebelbepflanzung. Super. Dann können wir uns jetzt auch den Frühling freuen. Vorher genießen wir noch den Winter und wir sehen uns vorher wieder mit ganz tollen Tipps aus der Stadtgärtnerei. Herzlichen Dank. Bitteschön. Und Ihnen natürlich auch eine blühende Zeit. Tschüss.